Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute werden wir einen leckeren Coleslaw zubereiten, also einen amerikanischen Krautsalat. Dieses Rezept habe ich jetzt auf Wunsch einer Zuschauerin, die dieses Rezept verlangt hat, heute angefertigt. Und auch wenn es dazu schon sehr viele Rezepte auf YouTube gibt, so macht doch jeder seinen Salat etwas anders. Denn wie man so schön sagt, jede Hausfrau hat eine andere Hand. Also bei jedem schmeckt es einfach etwas anders und ich möchte euch heute meine Version eines amerikanischen Coleslaw zeigen. Ich persönlich liebe diesen Salat sehr, er schmeckt einfach köstlich, mashallah. Und dabei habe ich natürlich wieder auf möglichst gesunde Zutaten geachtet. Denn wir wollen ja die Amana, die wir an unserem Körper haben, immer gut behandeln. Wir brauchen für dieses Rezept natürlich zwei Gemüsesorten, und zwar den Weißkohl und die Karotten. Für eine Portion, die für etwa 4 Personen ausreicht, habe ich jetzt hier einen Viertel von einem Weißkohl genommen, den Strunk rausgeschnitten und zwei ganz normale mittelgroße Karotten. Beide werden wir jetzt auf einer Gemüsereibe raspeln. Je feiner man den Kohl raspelt, umso leckerer schmeckt er nachher in dem Salat, finde ich zumindest. Also ich mag diese großen Stücke, die man manchmal in diesen Krautsalaten von dem Kohl schneidet, nicht so gern. Ich mag es lieber, wenn der schön fein geraspelt wird. Und zwar auf der groben Seite einer Gemüsereibe. Das gleiche werden wir dann auch mit den beiden Karotten machen. Wichtig ist auch hier wieder, dass wir den Bio-Weißkohl benutzen, also vom Biomarkt den Kohl als auch die Karotten kaufen. Denn die herkömmlichen Gemüsesorten vom Supermarkt sind alle bespritzt mit Pestiziden und Chemikalien, dazu auch noch bestrahlt. Als auch, dass sie nährstoffarm sind, weil die Böden ausgelaugt sind, sodass uns die Früchte vom Supermarkt einfach mehr Nachteile als Vorteile bringen. Für unsere Gesundheit. Jetzt wenden wir uns der Soße zu. Dazu werden wir den Saft einer ganzen Zitrone auspressen. Und auch die Zitrone sollte natürlich wieder von Bioqualität sein. Dann geben wir den frisch ausgepressten Zitronensaft in einen Behälter, wo wir dann die gesamte Soße jetzt zubereiten werden. Hinzu kommt ein Esslöffel naturtrüber Apfelessig. Den nehmen wir natürlich auch wieder anstelle des normalen weißen Essigs, den man natürlich sonst auch zugeben könnte, aber sehr viel gesünder ist eben der naturtrübe Apfelessig. Und dann würzen wir hier mit der Natursalzsole. Anstelle des Natursalzes, wer die nicht hat, kann natürlich nach wie vor mit Natursalz nach Geschmack würzen. Dann geben wir 100 ml Milch hinzu, auch Biomilch in dem Fall, und 2 Esslöffel Naturjoghurt. Dann würzen wir noch mit Pfeffer, mit frisch gestoßenem Pfeffer, und geben jetzt etwas Xucker, also nicht Zucker, sondern Xucker, das heißt Xylit, also das ist jetzt hier ein Zuckeraustauschstoff, Xylitol genannt auch. Sieht genau wie Zucker aus und schmeckt genau wie Zucker, aber ist sehr gesund, also sehr gut für unsere Gesundheit, auch für unsere Zähne. Und dann kommt etwa 100 Gramm Mayonnaise noch hinzu, also ich habe jetzt in dem Fall Remoulade genommen, weil die schon auch selber eigene Gewürze hat. Die schmeckt mir einfach sehr viel besser, aber man könnte die natürlich mit ganz normaler Mayonnaise austauschen. Das war es dann auch schon an Zutaten für diese leckere Soße. Die Soße ist ja das ganze Geheimnis an diesem Rezept. Die muss eben besonders lecker sein. Und das ist sie auf jeden Fall. Wir haben mal kurz mit dem Finger probiert, ob auch alle Gewürze stimmen. Und haben dann festgestellt, dass die Soße perfekt ist. Mashallah, schmeckt richtig lecker. Und diese Soße geben wir jetzt zu dem geraspelten Kohl und den geraspelten Karotten. Und dann vermischen wir einfach alles gründlich miteinander. Hier kann allerdings dann jeder entscheiden, ob er mehr Soße dafür haben möchte oder weniger. Also ich mag es, wenn es mit sehr viel Soße versehen ist. Also wenn praktisch Kohl und Karotten in der Soße schwimmen. Das mag ich besonders gerne, wenn es so richtig schön saftig ist. Aber manche mögen es lieber, wenn eben weniger Soße dabei ist, wenn es ein bisschen trockener ist. Das kann dann jeder handhaben, wie er möchte. Er gibt dann eben so viel Soße hinzu, wie er das gerne im Krautsalat hat. Und dann wird, wie gesagt, einfach alles richtig gründlich durchgemischt, damit wirklich Kohl und Karotten gründlich mit der Soße versehen sind, also überall damit bedeckt sind. Und dann kommt der ganze Salat in den Kühlschrank und sollte dort mindestens 2 Stunden lang stehen, bevor man ihn dann essen wird. Denn zum einen wird das Gemüse noch etwas Wasser lassen, deshalb muss man aufpassen mit der Soße. Wenn man es eben nicht so sehr soßig oder saftig haben möchte, sollte man weniger Soße zugeben.
denn das Gemüse lässt noch etwas Wasser und vor allem sollte das Gemüse eben die Soße gut aufnehmen, damit hinterher der Geschmack auch ein leckerer ist. Deshalb ist es wichtig, dass man eben den Krautsalat mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank stellt, noch besser über Nacht. Ich hatte den Krautsalat dann in den Kühlschrank gestellt und zwar nur für 2 Stunden, weil ich dann einfach keine Geduld mehr hatte und diesen leckeren Salat probieren wollte. Ich liebe den so sehr, der schmeckt einfach so köstlich und vor allem macht er irgendwie richtig süchtig, subhanallah. Ja, so sieht das Ergebnis dann aus. So sieht dieser leckere Krautsalat aus. Vor dem Servieren sollten wir ihn noch einmal kurz umrühren, also gründlich noch einmal kurz durchmischen. Und dann können wir auch schon eine kleine Portion davon in ein kleines Schüsselchen geben und diesen leckeren Coleslaw so servieren. Dann hoffe ich, dass euch dieser leckere Coleslaw auch so gut schmecken wird wie mir. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachmachen. Guten Appetit dabei, vergesst nicht Bismillah zu sagen, bevor ihr ihn dann esst. Und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Mal. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.